Settings würde ich sagen. Ich muss mich ganz kurz eben, das wird ein bisschen dauern, ich muss mich ganz kurz eben durch die zahlreichen Settings wühlen, um hier auch alle Einstellungen korrekt hinzukriegen. Weiß ich, vielleicht im Spiel gucken. Im Spiel gucken, ob wir vielleicht, ob der Rechner die Ansprüche erfüllt von dem Ding. Wir wissen es noch nicht genau. Okay, ich mache mal ein New Game. So, oder? Ich habe Füße. Das ist schon mal gut. Warte. Hier ist Product Book und Smart Book. Das sind meine beiden Lieblingsbücher. Ich habe auch noch Book Book, aber das liegt woanders. Habe ich verliehen. Ja, können wir bitte mal einstellen ins Spiel. GTA 6. Habe ich mich erschrocken. Ich dachte, ich habe was falsch gemacht. Go to your shop. Falafel. Wir gehen zu unserem Falafel-Shop. Das machen wir jetzt. Falafel-Shop ist bester Shop. Dann gehen wir da mal hin. So, hier meine Hut. Der Nachbar wieder mit seinem Auto. Gibt wieder ein bisschen an. Alles klar. Was bist du denn für... Wenn du Gangster sein willst, aber... Ja, gut. Ja, aber wirklich so, ne? Herzlich willkommen auf Lucky Five. Southside. Oh, hier ist gleich Stress. Nee, doch nicht, das sind jetzt Freunde. Das machen so, weißt du, das machen diese ganzen, die Hip-Hopper machen das so. Die gucken sich erst böse an, wer zuerst wegguckt, und dann sind die Freunde und gehen weg. So läuft das da. Okay, gut, das ist meine Hood hier. Ich bin Falafel Joe. Das ist mein Laden und ich lade euch alle herzlich ein, bei Falafel Joe zu speisen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie ich reinkomme. Habe ich vergessen. Gestern war langer Abend. So, hat den Hintereingang. Hat natürlich einen Hintereingang, klar. Falafel Joe weiß Bescheid. Und bei Falafel Joe natürlich im original türkischen Restaurant laufen natürlich dick und doof. Da laufen dick und doof für die Almans, weißt du, dann... Ne, wir wissen schon, wie das Business läuft. So. Wow. An diesem Menü haben unsere Designer, also ich glaube, ein halbes Jahr gesessen. Wir haben uns erstmal entschieden, natürlich auch, wie die Farbgebung und sowas ist. Die Symbole, das soll alles möglichst spielerfreundlich sein, damit Leute hier auch schnell klarkommen und sowas. Große Symbole natürlich und es ist einfach dieser, ihr kennt das ja vom Gamepad, ne? Das ist so. Erstmal schön. Okay. Habe ich auch schon... Wie komme ich? Was war das? Was ist los? Ich hab nicht geöffnet! Nimm deinen Scheiß mit! Ich warte auf Kunden, Mann! Junge, park woanders! Das sind Ketchupflaschen. Ich baller da gleich mal rein. Dann. Wer kennt es nicht? So, you need higher reputation to use a phone. Ich kann leider kein Telefon und Computer benutzen, weil ich halt. Alle finden mich scheiße. Und wenn du scheiße bist, ja? Wenn du scheiße bist, dann ist es dir von Gesetz wegen verboten, ein Telefon oder Computer zu nutzen. Wenn du scheiße bist, darfst du nicht ins Internet und du darfst niemanden anrufen. In dieser Welt will ich leben. So, gut. Lass mal alle abtanzen zu Falafelmusik. Jetzt Chat bitte tanzen. Den Falafel tue ich auf den Tisch. Denn den Falafel gibt's bei mir immer frisch. Komm Falafel, Bruder. Komm Falafel. Hast ein an der Waffel. So. Falafel! Ja, hier hinten, Falafel. Keine. Oh, Falafel! Du kriegst beste Falafel. Guck hier. Habt ihr Teller gemacht? Hier, Party. Ist die Partyplatte. Komm. Nimm Partyplatte. Ciao! Boah, super nice. Wir haben ein paar Dollar gemacht. Nice. Okay, Falafel. Wenn jemand Falafel will, wir haben Falafel. Ich sag den ganzen Abend nur Falafel. Entschuldigung, ich habe Escape gedrückt. Was? Was denn? Oh, neue Lieferung Falafel. Ich nehme einen Sack, ne? Okay, danke. Tschüss. Was ist denn hier? Ich finde, der Laden wird voll gut gefunden. Ich will noch nicht... Hurra! Alter! Funk, was machst du denn hier? Funk, willst du Falafel?
Komm, Max, gönn dir mal ein bisschen, ja? Hier, hast du Falafel. Lecker Falafel würde ich, ne? Tschüss. Küsschen. Mach's gut, ne? Und grüß Sandra. Der Frank kommt immer mal gerne vorbei. Der holt sich immer frisches Falafel. Entschuldigung. Du machst einen Falafel-Simulator, ja? Ein Falafel-Simulator. Falafel ist eine exotische Speise, nenne ich mal so. Und dann läuft im Fernseher, läuft dick und doof. Und die Musik... Blim, 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 blim. Hä? Warte mal, wir machen jetzt mal wieder richtige Musik hier, oder? Nur mal ganz kurz gucken. Habe ich ja vielleicht noch... Gibt's hier Lo-Fi oder irgendwas? Ich guck mal eben. So. Oh, was ist los? Was ist los? Falafel? Oh, zweimal Falafel? Oh, da muss ich aber rennen. Bin's nicht gewohnt, dass Leute hier ins Restaurant kommen. So, Falafel, zweimal, einmal hier, nochmal kommt. Dann nehme ich kurz Teller hier raus. Da ist, oh nein, da ist, Entschuldigung. Hier, Tellerchen, Falafel kommt. So, schön, ne, Mund auf, lecker, lecker. Tschüssen. So, jemand Falafel, gleich frisch. Frisch. Oh, wollte ich gar nicht. Ich gaste nicht ein einziges Problem, hä? Es gab keinen Klimawandel, bis Gronkh seinen Falafelladen öffnet. Hä? Heute Nachtfalafel! Nachtfalafel, wenn du besoffen nach Hause gehst, Nachtfalafel! Ja, ich glaube, da kommt keiner mehr, wa? Falafel-Bringdienst. Manchmal fahre ich einfach hier drin Motorrad. Ich gehe mal nach Hause. Wo wohnen wir denn? Kann ich Roller klauen? Ich klaue Roller, verkauf dann. Ja, Falafel. Falafel. Falafel sind mein Leben, Baby. Falafel soll es regnen, Baby, für dich. Falafel sind mein Leben, Baby. Falafel soll es regnen, Baby, für dich. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Es ist echt saudunkel. Oh, mein Teppich lädt nach wie jeden Morgen. Oh Mann, heute Regenwetter. Das heißt, wir haben keine guten Kunden. Nicht viel Kunden, meine ich. Was ist denn das? Das ist meine Küche zu Hause. Offenes Feuer mit dem Topf drauf. Da sehe ich keine Probleme. Neben dem Sofa. Ich setze mich erstmal ans Feuer und guck dick und doof, offenbar. Dieses Spiel denkt anders. So, jetzt aber. Durch den Regen rennen hilft überhaupt nicht. Man wird genauso nass. So, schnell. Oh nein. Ich bin hinter der Tür. Oh, oh Mann. So, ich mach zu. Und wirst du nass vom Regen? Falafel sind ein Segen. Boah, Alter, was für ein Gewitter. Junge, Junge, Junge. Boah, das ist aber... Oh, komme! Oh! Howdy. Entschuldigung. Alter, was? Oh Gott, vier Falafel. Junge! Das Business brennt. So, warte, warte. Alter, Funk. Ehrenkunde. Mach dir eine Bonuskarte, Funk, ne? Tschüss. So, nice. Okay, let's go. Hier, ich klima auf. Ich klima ein bisschen. So. Okay, daraus mache ich jetzt wieder Falafel. Neue Falafel. Das ist Recycling. Wo kommt das hin? Vor die Tür? Nee, ne? Oh. Oh. Ich komme sofort, ich komme, warte. So, okay, warte, hier drauf, so. Warte. Hier, bitteschön. Der ist frisch. Heute mit bisschen Salat dazwischen. Ich komme. Erstmal hier taken. Mal hier releasen und confirm, schnell. Ist egal, die essen vom Boden. Das sind die gewohnt. So, haben die zu Ende gegessen? Ja, offenbar schon. Die haben halt echt vom Boden gefressen, ne? Was soll ich denn da noch machen?
So, taken und rein und anschalten. So, hier. Scheiß Influencer, kommen wir wieder rein. Nehmt euer Fressen, verschwindet. 5 Punkte auf Yelp, sonst fresse. Was denn jetzt schon wie... Oh, alles klar. Ja, ich mach schon. Hummus auch schon wieder. Das wird langsam aber kritisch. So, bitte schön, Falafel. Maus war raus. Okay, alles klar. Bitte schön. So. Oh, der Müllsack schwebt in der Luft draußen. Okay, schwierig. Schwieriger Take. Okay, warte. Hab kurz Müll rausgebracht. Es hat wirklich... Wir haben wirklich einen Falafel... Wir haben einen Falafelladen in Japan. Wer schmeißt hier seinen Müll weg? Oh, was ist denn da los? Alter, roter Himmel, Blitze. Was ist denn hier los? Kämpfen die Avengers gerade um die Erde oder was? Bin ich vorbei in meinem Laden? Oh Mann. Oh Mann. Ja, warte doch mal. Ja, ich komm noch schon. Ich hoffe, das kostet nichts. Warte bitte auf mich, ja? Warte bitte, warte bitte. Die Nachbarn haben ihren Müll einfach hier hingeschmissen. Was soll das? Ich bin ganz ehrlich, ich bin für saubere Nachbarschaft. Ich mach mal wieder hier. Oh, das war... Das ist das Falsche. Ja, ja, euer Humus, ne? Hier, euer Humus kommt. Humus kommt, bitteschön, hier. Falafel. Ja, Falafel. Kennt ihr die neue Staffel, Falafel? Hier, kommt. So. Ich gehe einfach schlafen. Ich falle einfach direkt ins, ne? Ich falle direkt ins Bett. Ein Horn haben wir auch. Soll ich euch mal mein Horn zeigen? Warte mal. Hab kein Horn. Auf jeden Fall angesagte Gegend hier. Und ich muss auch zugeben. Was? Ich habe gedacht, das ist in der Spacecam. Wäre ein Spendenziel. Achso, das Ding hier unten. Ja, ja. Ja gut, auf Twitch. Ja, ja, das, ja. Mach das mal bitte voll hier unten. Ja, beim Stern. Könnt ihr mal bitte voll machen? Dankeschön. So. So. Und... Ich wollte die schöne Reihe hinstellen, damit wir mehr Gäste reinkriegen. Ja, warte mal. Ich baue hier gerade, siehst du doch. Sei mal nicht so unverschämt, Kollege. Willst du einen Falafel? Hier, nimmst du den von gestern. Der ist noch gut, musst du nur den Mäusedreck runterkratzen und vielleicht die Fliegen. Aber mit schmeckt besser. Okay. Schleckermäulchen, Falafel-Time. Sag mal, will keiner meiner köstlichen, lebensbejahenden Falafel-Experience hier teilhaben? So nenne ich den Laden, The Falafel Experience. Falafel und Hummus, alles klar, hier, take. Kommt hier guti guti. Guti guti, happy happy machen. So, letzter Falafel aus der alten Packung. Der ist besonders, da ist grüne Schicht drauf, das Gesundsalat. So. Pilmeni Laden, da würde ich auch alles selber essen. Aber komplett. So. Gut, wie viel haben wir noch? 3 Stück. Hier haben wir noch 5 Stück. Alles klar, läuft prima. Primissimo. Ich mach mal den hier. Was ist denn jetzt? Ich wollte gerade was. Ah, guter Kunde. Guter. Bist du. Du bist bester Kunde. Komm hier. Kriegst du Ehrenfalafel hier. Bester Falafel. Nimmst du. So. Alter. Das artet langsam in Arbeit aus. So. Als ich Schule war, wollte ich Gras verkaufen. Und jetzt guck. So, alles klar. Wir haben einen Falafel haben wir noch. Das Öl wechseln. Ich muss das ja nicht essen. Ich muss das nur verkaufen, weißt du? Jetzt fahr mit deinem Scheiß. Hier kommt doch keiner rein. Das ist der Coca-Cola-Truck. So. Das ist kein Essen, das ist Magie. Das ist Magie für den Bauch.
So, Falafel, Hummus, alles klar, let's go. Takey, takey und breaky, breaky, so. Und, haben wir kein Hummus mehr? Wir haben kein Hummus mehr! Nein, Bruder! So, Entschuldigung. Nein, ich muss closen. Ihr bleibt jetzt hier drin. Ihr bleibt drin, bis ich hab. Ich muss rüber. Wofür wirst du deinen Gewinn verwenden? Wir werden die Delfine retten. Wir nutzen den Gewinn, um die Delfine zu retten. So. Wenn die Delfine gerettet werden wollen, dann können die ja hier arbeiten. Ja, wir bieten ihnen mal einen Job. So. Du bist Schande? Was Schande? Hier beste Falafel. Junge, mach erst selber. Mach erst selber. So, warte kurz. Keine Zeit für Schmutz wie dich. So, warte kurz. Und ein bisschen Hummus, klar. Warte, warte, hier. Träumchen. Leute denken immer, Falafel machen wäre einfach, weißt du? Aber das ist halt eine Kunst. Bei uns in der Generation wurde das halt, meine Großmutter hat Falafel gemacht, meine Mutter hat Falafel gemacht. Mein Vater nicht. Und auch ich mache heute Falafel. Das ist ein... Er hat beide mitgenommen. Okay, warte. Warte, warte kurz. Pavel. Pavel, du musst für mich erledigen. Ich habe Job für dich. So, warte. Was wollen die denn überhaupt? Falafel, so. Ja, ich komme. Ja. Ja. Sehr ungeduldig gerade. So, hier. Falafel-Bringdienst. Das ist unser Fahrer. Oh, das ist ekelhaft. So, was denn? Kann ich auch werfen? Oh. Entschuldigung. Hab ich den jetzt? Der Hummus ist weg. Okay, warte kurz. So, haben wir hier, ist... Hab ich mir gedacht. Der ist noch gut. Der ist noch gut. Ich lasse den mal hier, ne? Meine Oma fährt im Hühner... Ah! Ah! Oh na... Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, ja Motorrad. Ich hoffe, da will jemand offen. Warte kurz. William! Willi! Warte. Kannst du mir geben? Warte, warte, warte. Straße ist ein bisschen eng. Entschuldigung, ich muss kurz. Ich fahre immer so. Kurz mal einen Purzelbaum machen, dann nach Hause. Das shakt so ein bisschen alles durch, weißt du? So. 360 bei William, ist so. Da kann man schneller, man kann aber schneller wenden, weißt du? Das gelernt ist gelernt. Ich mach das ja schon seit ein paar Jahren. Kannst du ein Franchise aufmachen? Ja, klar. Also wir sind international. Das hier ist ja die japanische Filiale. Wir sind aber überall. Wir sind Stuckenborstel, Gifhorn, in Tschibersi, in Novosibirsk. Überall an den Hotspots halt, ne? Überall an den Hotspots. Aber warte kurz. Das dauert. Mit einem Mitarbeiter, klar. Mitarbeiter kosten Geld. Bitte wechsel nie das Öl, kann die Falafel nur besser machen. Ja, na klar. Pofing haben wir auch. Pofing haben wir auch 2 Stück. Ich kam nach Japan und hatte nur große Träume und 2 Millionen Euro. Aber gut, so warte. Jetzt habe ich 8 Dollar. Ja. Werbung funktioniert. Okay, Falafel, Hummus, alles klar, kommt sofort. Ich nehme den Falafel. Hier. Und wir haben noch den guten Straßenhummus, ne? Gönnt euch den bitte mal. Was denn? Cold Drink. Oh, jetzt geht's los. Oh, 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 oh. Okay, warte, warte, warte. Ich bin überfordert. Hier, take. Take. On me. So, ich find's schön. Ich find's schön, dass da Regenpfützen sind.
Cold Drink. Bei dem Wetter, ganz ehrlich, gönn dir Cold Drink. Auf jeden Fall. Was denn? Ach so. Entschuldigung, Kunden. Ich bin's nicht gewohnt. So. Da sind Barthaare meiner Falafel. Die gehören da rein. Die geben den zarten Schmelz. So, hier noch ein Hümschen. Hier. Hummus. Und ein schönes Getränk. So. So, warte, ich schüttel noch mal ein bisschen die Kohlensäure raus, ja? So, warte. Okay, hier, gönn dir. Speist und trinket, meine Brüder. Der Bart ist angeklebt. Du bist höchstens 12. Weißt du was? Ich mach Shisha-Bar. Läuft auf jeden Fall besser als hier. So, was? Falafel, Cold Drink, alles klar. Dann hol ich mir Drinks. Was denn? Hä? Ach so. Gähnt die auf einmal voll laut. Ich dachte, irgendwas ist los. So. Wenn das Spiel langweilig findest, dann raus. Ich hab voll die Idee. Okay, warte, ich grabbe das kurz. Kennt ihr diese japanischen Restaurants, wo alle um den Grill rumsitzen? Okay, warte. Ich mach hier neues Design. Das wird die Kunden anlocken. Warte, warte. Okay. So, warte, warte. Das wird die Kunden so anlocken. Das wird richtig gut. Ich spüre das. So, warte. Kann ich... Wie, so rum, ne? Ich stell einfach hier hin. So, warte. Und dann mache ich nochmal kurz so. Dann können die hier... Guck mal. So. Und das kann ich zu beiden Seiten machen. Und dann können die hier einfach dieses Erlebnis, weißt du? Du hast das Erlebnis, du kannst aber der Küche beim Kochen zugucken. Wir machen Fusion Cuisine türkisch-japanisch. Alles klar. Das wird... Oh, das wird lecker. Schmecken, riechen und fühlen. Und dann noch die Fettspritzer im Gesicht. Geil. Warte. Da, 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 da. Die befürchten bestimmt zu hohe Preise, weil das ein Schickimicki-Eindruck. Oh, das kann natürlich sein. Ich fürchte, du hast recht. Ob man die Tische aufeinander stapeln kann? Wir werden das alles ausprobieren. So, haut ab jetzt. Ich hab gesagt, kommt nicht mehr wieder. Doch, bitte komm wieder. Ich brauch das Geld. Und jetzt kommt nämlich die Erlebnisküche. So. Hä? Die sind gegangen? Warum sind die gegangen? Weiß ich jetzt nicht, was das soll. Oh nein, oh, oh, die feinen Herrschaften. Es funktioniert aber so gut. So, ein bisschen Hummus noch. Komm, das schaffen wir noch. Wir brauchen neuen Hummus, ne? So. Leckeren Drink. Warte, warte, hier stellen wir drauf. So, einfach alles aufeinander gestellt. Beste Gastgeber. Was denn jetzt? Falafel und Cold Drink, alles klar. Die Männer sehen hier alle so gepflegt aus. So. Hier, das ist der Untersetzer, das kommt da drauf. So. Okay, du hast alles, ne? So. $196, Leute! $196! Es geht! Es geht voran! Nein! Ich hab den Sack als Trennscheibe genommen, ne? Damit die auch voneinander so getrennt sind. Damit die sie nicht gegenseitig zugucken müssen. Das war der Grund. Nicht, dass ihr denkt, dass da irgendwas... Computer, jetzt! Ich guck mal. Oh, was denn? Oh, oh, schade. Machen wir nächstes Mal, komm. Internet geht jetzt. Wir gucken gleich. Was denn? Falafel und Hummus. Ja, Mann. Wir haben Feierabend. Können wir den Müll auch mal sammeln? Haben wir Nachteile, wenn wir Müll sammeln?
Ich sammle den Müll jetzt. So, raus mit euch, ihr Kackbratzen. Ey, die kommen gleich wieder rein, ne? Ist nämlich noch nicht Nacht. Okay, pass auf. Warte kurz. Mit dem Bike durch die Hintertür passe ich gar nicht durch. Glaube ich. Ich fahre mal kurz hier Fullspeed. Bisschen Thailand-Feeling hier gerade. William! William! Das kriegen wir schon hin. Hier, das wird alles, das kommt alles rein, Hummus. Und jetzt, wie soll das denn nicht schief gehen? So, halbe Hermes. Ist wirklich wahr. So, jetzt kommt Delivery Service hier erstmal. Warte, warte. Kurz wenden. Ihr wisst, wie es läuft. So. Ciao. Oh, war das dunkel geworden. Ich mach mal das Licht an, das hier einen Meter weit reicht. Keine Kunden? Sehr gut. Boah, Alter. Ich hab hinten einen halben Ikea drauf. Ich hab einen Wendekreis. Junge, Junge. Wenn wir Strom gezahlt haben, werde ich mutiger. Wir müssen morgen Gasflasche bezahlen, Strom bezahlen. Dann hätte ich gern noch drei Leute, die Schilder schwenken draußen. Dann diverse Prostituierte freikaufen, damit die hier mitarbeiten. Das wäre ganz gut. Eine andere Option im Leben bieten. Problem ist, wenn draußen welche wollen. Wenn draußen welche wollen? Doch, stimmt. Wenn draußen welche wollen? Was ist denn faul? Nice, wie auf dem Kindergeburtstag. Ja. Ja, Mann. Wer will denn... Du? Nee, wer will denn faul bestellen? Oh, passt nicht. Passt. Ja. Sicher genug. Wie kann man hier essen wollen? 35 Sekunden. 6 Uhr morgens. Alles klar, ich würde einfach sagen, ein paar Red Bull in den Kopf und dann geht das. Wer braucht schon Schlaf? Zum Mittag gibt es nachher Y-Food. Ich esse doch nicht die Scheiße hier aus dem alten Fett. Oh, morgen! Ah, das geht mal schnell. Schön 6 Uhr morgens den Dunst einatmen, da bist du direkt betäubt für den Tag. Rauchen kann ich nichts mehr anhaben. Da ist vorbei. Das ist aber so eine Lunge wie Wolverine, wenn du einmal da gesessen hast. Gönnt euch hier richtig geil, lecker, liebevoll angeordnet. Die haben bestimmt auch einen Kennschritt. Hier, Falafelchen, lecker. Kriegst das Beste, ich schwöre. So. Und hier ist eine CD. Oh nein. Egal, hier romantisch im Dunkeln, oder? Ich kann nicht zumachen, weil ich keinen Strom habe. Was? Hier, Falafel, Hummus. Gönnt euch. Das ist jetzt romantisch. Das kennt ihr nicht. Oh, ist das romantisch. Oh, guck mal. Das ist wie Paris. Das ist wie Essen in Paris. Und Leute, die Paris waren, wissen, ja, so ist das da. Kommen wir gleich, warte mal. Warte kurz. Ich sage, nächstes Mal mache ich Shisha-Bar, ganz ehrlich. Das ist mir zu stressig. Ich kann die Restaurant nicht empfehlen, der Eigentümer reißt dumme Sprüche, das stimmt überhaupt nicht. Und droht einem Schläge, wenn man das Essen nicht gut findet, stimmt überhaupt nicht. Zudem hustet er absichtlich auf den Herd und bezeichnet das Restaurant als Pariser Establishment. Aber ist doch richtig. Was? Was das? Was? Ist doch Fleisch drin? Das sind Fleischtomaten. Was soll ich jetzt damit? Ich hab das mitgenommen als Deko. Ja, warte mal, ich habe hier gerade Deko. Ja, was mache ich jetzt hiermit? Vegetables? Was soll ich mit Vegetablem? So. Das ist guter Salat.
Warte kurz. Wir haben drei Kisten. Das müssen wir testen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ja, warte mal ganz kurz. So, was ist noch draußen? Müllabfuhr brauchen wir nicht. Also, falls ihr mal vorbeikommen wollt, ne? Die Falafel hier gibt es reduziert mit dem Gutscheincode Gronk. 20% auf alles, falls ihr herkommt. So, ich gehe nach Hause. Das ist mein Influencer-Gutscheincode. Kein Problem. Da ist ein Falafel herabgesetzt von $99 auf nur 9. Das ist Schnäppchen einfach. Das Schnäppchen, das gibt's nur hier. Da könnt ihr alle von profitieren. Das ist Wahnsinn. Also, dass es sowas gibt, ist Wahnsinn. Wow. Wahnsinn. Okay. Das wird schon passen. Das wird alles schon passen hier. Mit dem Waschbecken auch, da unten auf Sackhöhe. Das geht alles super. Schönste Küche, die ich je gesehen habe. So. Gilt der Code Gronk auch beim Magenauspumparzt? Ja, ja, da zahlt sie 20% dann drauf. Das sind so die... Dick und Doof sind so die Avengers aus den 60er Jahren. Kann man sagen. Beste Marvel-Filme damals. Voll geil. Guck mal, das Cosplay. Alles perfekt. Guck mal, hier. Da ist alles dabei. Kann ich telefonieren mit irgendwem? Nee, ich habe ja keine Freunde. Smartbook Free Design. Das sind riesige Gläser. Wow. Wow, da zählt man aber lange von. Uff, die halten den ganzen Abend. Was geht denn da rein? Ah, da geht doch ein Pipi-Tropfen rein. Den kannst du einmal kurz, Entschuldigung, auf die Kuppe setzen und dann geht da ein Pipi-Tropfen rein. Für mehr reichen die aber auch nicht. So, warte. Kauf Möbel. Ja, Moment. Oh nein. Später. Momentan haben wir noch hier. Es geht. Sag mal. Türen sind sehr schwierig in Japan. Kann man einfach. Da kommst du einfach nicht durch. So, let's go. Max hat Stress. Okay. Unser Laden wieder öffnet. 8 Uhr morgens, Leute. Ne. Hier ist jemand eingebrochen. Die Tür war auch zu. Hier ist jemand eingebrochen. So. Schneller essen. Los, schneller essen. Esst schneller. Los, jetzt aber. Hab. Ist ein Fastfood-Restaurant. Guck mal auf die Uhr. Oh Gott, Falafel und Salat. Oh nein, wir haben keine Falafel mehr. Okay, warte. Da ist guter Falafel-Shop. Immer ausverkauft. Also, wenn ihr vorbeikommt, ihr müsst Tisch reservieren, ne? Ihr müsst Tisch reservieren. Hier ist sehr exklusiver Club. So, was? Falafel, Salat. Oh, Salat. Hier, schnell. Nimm den guten, der hier. Der ist würzig. Ich schwöre, das ist Kümmel da drauf. Ich schwöre. Falafel. Hummus. Und Salat. Hier, bitteschön. Die Nagelspuren sind von meinem Hamster. Oh, fuck. Wir haben keinen Falafel. Kann ich nichts machen. Ich habe keinen Falafel. Nee, hau ab jetzt. Hau ab. Geh zurück zu deiner 60er-Jahre-Rockabilly-Band. So, sind das Nägel auf meinem Salat? Du, das muss so. Das ist Gewürz. Das nennt sich exotisch. Gut. Du stapelst den Salat schief. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist Jenga-Salat. Der ist gut. Shit. Ah. Und Salat. Hier. Nimmst du den guten Bodensalat. Der ist aus Bodenhaltung. Der ist neu. So. Pay Bill. Wahrscheinlich Bill Gates, ne? Ich sehe da Verschwörungspotenzial. Wir bezahlen Bill Gates, natürlich. Daher der Name. So, warte. Mal gucken, was passiert. Was denn jetzt? Ach so, nö. Kundentaxi. So, warte. Was passiert, wenn du den untersten wegnimmst? Die anderen bleiben aber stehen. Ich weiß es genau, wenn ich den untersten wegnehme. Ja, die bleiben in Luft stehen. Ich lege immer zu den anderen, ne? Liebevoll. Was denn? So. Haben wir gleich. Der ist nur ganz kurz auf dem Boden gewesen. 5-Sekunden-Regel, Leute. 5-Sekunden-Regel. Das geht alles noch.
So. Nimmst du mit? Nimmst du mit, ne? Ist super lieb. Kannst du den Müll nicht einfach durch die Straße werfen? Ja, schon. Aber nicht, wenn ich einen echt widerlichen Laden haben will. Das Beste für unsere Kunden, man sieht's ja auch. Ach, Alter. Halt das doch mal bitte fest. So. Okay, weißt du was? Ich hau mal dieses Fool hier hin. Fool. Das sind 5 und hier ist auch noch ein Fool, ne? Hier. Mach ich eine Brille draus. Oh ja, Spendenziel ist gleich durch. Nice. Gleich kann ich in die Mansion ziehen. Super. Danke, ihr Lieben. Ich schreibe mir euren Namen mit meinem Filzstift auf den Popo. Bitte den Namen tätowieren. Okay. Okay. Falafel King. Mach ich jeden Abend hier. Was macht der Müll in der Ecke? Das sorgt für Ambiente. Ist besser, als wenn ihr leer ist, oder? So ein ganz leerer Raum finde ich traurig. Da mache ich hier einfach so. Kinderspielplatz. Wir können ja auch arbeiten. Da wissen wir, wie das ist. Das in der Ecke sind Aromabeutel. Du brauchst mehr Getränke. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich fahre mal kurz über die Falafel drüber. Die sind dann auch leckerer. Ich bin gleich da. Ich find's gut, dass die Hupe so leise ist, dass sie niemanden nervt. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht klappen sollte. Ja, oder? Dann die Fulks, die tue ich mal hier mit hin, ne? So hier. Müssen wahrscheinlich alle ins Regal, aber ist mir ehrlich gesagt. Hä? Ach, wir haben ja offen. Was denn? Falafel? Alles klar, Falafel. Bisschen hier. Dann das gute der gute Bodenfulk. Hier, bitteschön. Und noch ein bisschen Salat aus eigener Züchtung. Hier. So. Stören Sie nicht am Moos. Das wird jetzt so gegessen. Hier, ach, der war gestern schon da. Der hat mir eine schlechte Yelp-Bewertung dagelassen. Ich gebe dir mal die ganze Bodenscheiße hier. So, und dann noch Getränk war das, ne? Cold Drink hier. Ehrlich gesagt, ist ein Warm Drink. War ganz ehrlich, wir haben keinen Kühlschrank, aber das merkt er gar nicht. Nach dem Falafel sind die Geschmacksnerven eh taub. Ja, was denn? Alles klar. Okay. Nee, ihr wartet jetzt. Okay, die warten ein bisschen, ne? Okay. Warte. Ja, das ist ja. Wir hatten hier so scheiße geparkt. Bisschen ungünstig. So, wie sieht's aus? Refill. Nee, warte doch mal bitte. Ihr seht doch, dass hier Action ist. Falafel, Cold Drink, Salat. Okay. Hallo? Sieht gut aus. Da kommen die alle durch. Falafel, Hummus, Salat, alles klar. Bitteschön. Falafel, Hummus. Ja, was ist denn jetzt? Ja, warte doch mal. Salat, Falafel, Hummus. Hier, Hummus, der letzte. Oh, wir brauchen 9. Falafel, Hummus. Ja, jetzt nehmen wir mal Salat hier. Dingens. So. So, weg mit dem Scheiß. Entschuldigung. Hui! Falafel. Oh, ich brauch dringend Hummus. Bitteschön. Lasst euch schmecken. Oh. Lasst euch nicht vom Geruch abschrecken, ne? Oh. Ja, hier ist Cold Drink, ne? Hier ist Cold Drink. Gönnt euch. So, wie sieht's denn hier aus? Was denn hier passiert? Junge. Einmal Schlotze. Einmal ein bisschen Hummus. Direkt aus. Alter, oh, Entschuldigung, da ist der gute Falafel ein bisschen daneben gefallen. Entschuldigung. Was denn jetzt? Oh, ne, brauchen wir nicht. Was war das noch? Ein bisschen Fulk? Ein bisschen Fulk muss sein. Da ist der Tag voll Sonnenschein. So, Falafel und Fulk.
Ja, ich komme sofort. Entschuldigung, Bedienung ist heute frei. Ich muss hier heute alles machen. Falafel, Hummus, Cold Drink, natürlich. Falafelchen, ja, ein bisschen Hummus noch. Oh, die fressen mir die Haare vom Kopf gerade, ne? Und der Mülllieferant ist da. Entschuldigung, muss lachen. Oh Gott, Salat, das zählt, ne? Hier irgendwas raus aus dem Jenga-Turm. Hier bitteschön. Warten Sie bitte. Da sitzt niemand. Falafel, Cold Drink. So, warte. Das gehört alles zum Service hier im Haus. Das ist Erlebnisessen. Kennt ihr das nicht, die Restaurants? Was ist denn das? Wie werden die Falafel gemacht ohne Strom? Essen, Gasherd. Ganz easy, mit Digitalanzeige. Gasherd mit Digitalanzeige, das ist kein Problem. Und das Gemüse vor der Tür, das ist draußen wegen der Frischequalität. Ne? Wir haben so einen gewissen Frischeanspruch, das muss hier draußen bleiben. Damit die Leute wissen, alles, was es bei uns gibt, ist vom Feinsten. Qualität vom Feinsten. So. Wir haben Strom, jetzt können wir wieder Leute empfangen, alles klar. So, isst er gerne Falafel? Ja, eigentlich schon. Also hier nicht, ehrlich gesagt. Als Restaurantbetreiber würde ich nie hier essen, weil ich weiß, was drin ist. Der ist hier, der schwebt, weil der Salat so leicht ist. Das sind die 0 Kalorien einfach, die Salat hat. Kannst einen Liter Mayonnaise rein, kippt man immer noch 0 Kalorien, ist der Salat. So. Das Fett ist alles andere als okay, das ist okay. Das schmeckt ja dann auch so intensiv, weißt du? Das gibt ja dann das Einzige, diesen einzigartigen Falafelgeschmack. Oh, da geht's auch schon los mit den Gästen. Natürlich, Falafel und Cold Drink. Frische Falafel. Frische Verlaufen, Falafel. Mama, ich hab mich verlaufen. So, okay, hier. Entschuldigung. Okay. Lecker. Gutes Frühstück, Leute. Gutes Frühstück. Wenn ihr, also wir haben alles, in unserem Essen ist alles da, was man für den Tag braucht. Und vor allen Dingen, eins kann unser Essen sehr gut, das Immunsystem stärken. Noch einen schönen frischen Salat. Mmh, von hier oben. Ist einer der besten für Stammkunden. Bitteschön. Falafel, Salat, nur ihr kriegt gar nichts. Ganz ehrlich, wer nur so wenig will. Wie er sich gerade auf den Schoß zieht, der Gierige. Alter, Kante, wa? Guck mal, Alter, der hat voll das leere Hemd, aber tut so, als wäre Kante. So. Lasst euch schmecken, ne? Lasst euch von mir nicht stören, ne? Lasst euch von mir nicht stören. Wegen Corona. Oh! Wegen Corona halt. Manchmal muss ich husten. Aber ist egal. Der Rauch hier, der filtert, der tötet alles ab an Viren, was hier in der Luft ist. Hier überlebt nichts drin. Nichts. Oh, ich hätte den alten Falafel nehmen sollen. Na egal. Kriegt der nächste, der ist noch älter. Was willst du noch? Fool, alles klar. Ein bisschen Fulk hier drauf. Bei der Reputation erhöht sich die Anzahl der Sterne. Als wäre das hier ein Sternelokal. Als wäre das hier überhaupt ein Stern wert. Ich glaube nicht, dass hier was passiert. Also ich probiere es gerne. Ne, wir gehen noch schlafen, aber hier wird sich nichts erhöhen. Warte kurz. Den Rest spare ich für Tische, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Was? Und Fool nochmal. Hier ist auch noch ein Fool, ne? Übrig, so. Der ist von letzte Woche noch. Hab ich gefunden, okay. Oh, Alter. So. Ist ein romantischer Tisch hier. Nö, brauche ich nicht. Bitte schön, noch einen schönen Salat obendrauf, ja? Noch einen schönen Salat obendrauf. Oh, 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 Entschuldigung, hier, ich muss kurz ausschalten. Dann hier. Oh, Mann. Können Sie Ihren Salat nicht einfach mal auf dem Tablett behalten wie normale Menschen? Dankeschön. Gott, diese unfähigen Leute. Was denn jetzt schon wieder? Okay, Falafel, Cold Drink. Okay, warte. Ja, den nehmen wir auch mal mit hier, ne? Hier, gönnen Sie sich mal den, der ist gut. Der hat zusätzlich wichtige Spurenelemente. Ich komme hier nicht mehr lang, weil hier über Salat steht. Ich weiß gar nicht, was los ist. Das verwirrt mich maximal. So. Machen wir mal eben, ne? Oh, ja, nice. Das ist der beste Salat einfach.
Das ist der allerbeste Salat. Du, ein furchtbares Spiel? Hä? Hä? Wie furchtbar? Hä? Also alle haben hier Spaß, außer ich? So, warte. Oh, Gottes Willen. Was für ein Tag, Leute, ne? Was für ein Tag. Was? Oh. Die dreibeinigen Herrscher. Upsi. Das Gemüse wird gerade gewaschen, wie es aussieht. Was mit dem Salatturm? Also auf jeden Fall, wir haben nicht gelevelt, ne? Wir haben nicht plötzlich 2 Sterne bekommen. Mua.